So, weiter geht's. Der Vollständigkeit halber sollten wir hier nochmal kurz den Bereich abchecken. Ist. Oh, da ist sogar was. Ah, da ist wieder ein Knopf. Wetten, da ist eine Kröte hinter. Ah. Was soll denn das jetzt? Okay, da geht eine Nische auf, aber da können wir nichts reinlegen, weil eine Fallgrube vor ist. Das ist ja auch komisch. Ah. Dumme Kröte. Genau, komm her. Bleib hier stehen. Und wir heilen den einfach gegen. Na, 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 na. Hoffentlich wird er genug Schaden. Aber er scheint nicht wirklich häufig dazu zu kommen, angreifen zu können. Weil halt immer wieder unterbrochen wird. Dumm, dumm. Aber die Falle macht fast keinen Schaden. Na gut. Heilen wir uns hoch und Strom schlagen ihn ein bisschen. Und. Na also. Ja, so könnten wir anderen Kröten auch umbringen. Wir locken sie einfach alle hierher. So, dich auch noch. Und schlafen. Und wehe, 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 die Kröten respawnen. Dann werde ich richtig krantig. So, da müssen wir auch noch erforschen. Hier ist hier ja noch ein Schalter. Dann macht das da hinten bei der Grube irgendwie mehr Sinn. Aber schaut nicht so aus. Oh, da ist noch einer. So. Da ist jetzt auch eine Nische aufgegangen. Oh, und ein neuer Schlüssel. Schlüssel mag ich. Goldschlüssel. Passt der da? Wahrscheinlich, hm? The key doesn't fit. Jo. Also einer zumindest. The key doesn't fit. There is no way to pick this lock. Nö, dann brauchen wir noch einen Schlüssel. Aber wir haben ja Zeit. Was ist da noch? Da sind wir schon dran vorbei, oder? Yep. Ah, nur eine Nische. Okay. Was hatte es mit denen da auf sich? Den hatten wir schon gedrückt. Den hatten wir angeschossen und wissen nicht, was sie gebracht haben. Da ist eine Sackgasse. Was hat es mit der Druckplatte auf sich? Gucken wir uns das Ganze nochmal kurz an. So, wir sind jetzt im äußeren Ring. Also aus dem Ring nenne ich den Weg hier ganz außen einmal rum. Können wir dich auslösen? Nee, können wir nicht. Machst du irgendwas Offensichtliches? Nö. Hier ist auch nichts. Okay. Na gut. Oh, Schalter. Jetzt. Schalter ist da und der Block ist gar nicht eingezeichnet. Ha, egal. Wir halten ihn einfach mal gedrückt, in der Hoffnung, dass man alle Schalter hier drücken muss, um irgendwie weiterzukommen. Und hier liegt einfach ein Schlüssel auf dem Boden. Soll das eine Dungeon Master Anspielung sein mit einem grauen Schlüssel auf grauem Grund? Nee, glaube ich nicht. Dann hätten die den auch rot gemacht oder so. Hier sind echt komische Fallen teilweise. Aber hier sind noch zwei Schalter. Da und... Keine Ahnung, was das soll. Drücken wir jetzt mal beide.
halten die auch gedrückt und gehen einfach wieder raus. Ha, okay. Weg hier. Und da. Noch eine Truhe. Noch ein Schlüssel mehr, den wir brauchen. Und das müssen wir uns auch merken, weil die Truhen behalte ich eigentlich nicht so im Hinterkopf, denn meistens, wenn wir sie finden, können wir sie auch gleich öffnen. Okay, also dafür brauchen wir einen Schlüssel. Dafür brauchen wir einen Schlüssel, den anderen haben wir schon. Da und da können wir noch weiterschauen. Also ja, das Level ist nicht ganz so, wie ich dachte. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass es hier eine riesige Arena ist, wo man dann gegen Scotia kämpfen kann. Weil es aber am Anfang so weitläufig war. So. Sabasa. So, wer braucht schon Schilder? Wir töten dich jetzt einfach. Haben wir eigentlich inzwischen noch eine zweite ordentliche Waffe über... BTF? Okay. Keine komischen Zauber mehr, kein in Falle locken. Wir hauen die einfach um. Ja, das klingt nach einer guten Taktik. Einfach umhauen. Und ist auch sehr mana-freundlich. So, also rechts rum. Hier geht's nicht lang. Weiter rechts an der Wand lang. Neu auf die Karte gucken. Da wollen wir das Fitzelchen noch entdecken. Noch eine Truhe. Kriegen wir dich auf? Jupp. Hellebarde, Hand des Todes. Haben wir noch eine Waffe für Bakata? Irgendeine schöne. Herrscher ist nicht toll. Smaragdklinge ist auch nicht wirklich toll. Wo sind die ganzen Waffen hin? Wir hatten doch gerade erst wieder eine gefunden. Ah, ich habe die runtergeschmissen, ne? Ja. Na, wir können aus dem Westbrook-Stock nehmen. Und eine Aegis-Plattenrüstung. Und noch mehr Gold. Oder Silber, besser gesagt. So, da lang waren wir auch noch nicht. Aber hier ist nichts. Das heißt, auf der Karte bleibt jetzt noch da ein paar Fitzel. Und da eine Tür. Okay. Erstmal die Fitzel. Die dürften vermeintlich schnell gehen. Fitzel, Fitzel. Fitzel sind hier. Und noch ein Schlüssel, ein öliger Schlüssel. Den probieren wir jetzt zuallererst mal bei der Truhe aus, damit ich das später nicht vergesse. Den Fitzel hier nehmen wir noch mit. Ja, jetzt haben wir hier alles entdeckt, außer da unten eine Verbindung noch und die Tür. Aber erstmal zurück zur Kiste. Das war in den äußeren Ringen und dann irgendwo im Nordosten. War das die Truhe oder die? Ich glaube die. Also rechts an der Wand lang. The key doesn't fit. Passt nicht. Passt nicht, ist nicht gut. Alle anderen hatten wir auch schon ausprobiert, richtig? Okay, wir haben jetzt 4 Schlüssel. Die passen da alle nicht rein, aber der ölige könnte hier unten noch reinpassen. Na gut, wir laufen jetzt erstmal zu der Tür, gucken was da ist, decken das Fitzelchen auf und danach probieren wir die Tür da hinten. Also, wieder in den Außenring. Da ganz weit rumrasen, bis wir an dem Ostteil des Dingens sind und dann weiter runterrasen und jetzt müssten wir langsam da sein. Oh, gar nicht mal so schlecht. Und was sagt die Karte? Fitzelchen ist da. Hier war das Fitzelchen. So, Fitzelchen hätten wir schon mal. Was ist mit der Tür? Die können wir einfach so aufmachen. Leave armor here. Rüstung hier ablegen. Leave weapons here. Waffen hier ablegen. Da speichere ich doch mal ab. LP 050A. Leave.
Und wir legen mal eine Waffe hier hin. Und eine Rüstung hier hin und gucken mal. Oh, gut, dass wir ihn nicht verbraucht haben. Schmuck. Doublering. Und das ist aufgegangen. Haha, ein matter Schlüssel. Können wir die Sachen jetzt wieder mitnehmen? Ja, können wir. Gute Sache. Aber das mit dem Medizin, das war schon echt knapp. Weil, ich fand die nicht mehr wirklich wichtig. Wir haben die teilweise einfach auf den Boden geschmissen oder aussortiert. Das ist schon mal gut. Also, was für einen Schlüssel haben wir jetzt? Einen matten Schlüssel. Den da. Wo wir schon mal hier sind, probieren wir ihn erstmal hier aus. Und sonst rasen wir wieder ganz zurück nach da oben und benutzen bei der Truhe. Denn ich will das nicht vergessen. Passt der Ölige? Das ist jetzt doch ein Witz, oder? Wir haben 5 Schlüssel und keiner passt. Nö. Mann. So, also, wieder nach ganz oben zu der Truhe. Mit etwas Glück ist dann in der Truhe den Schlüssel, den man für die Tür hier braucht. Und wir kommen dann da weiter. Aber das ist schon krass mit den ganzen Schlüsseln. Vielleicht ist einer davon ja inzwischen für König Richard. Und wir haben, glaube ich, noch eine Tür, die wir unten öffnen können. Aber trotzdem. Bräuchte man echt schon langsam einen Schlüsselbond-Gegenstand für sowas. Ah, ich habe mich wieder eingemauert. Da ist die Truhe. So, links rum. Und wehe, der passt jetzt nicht. Das war der Mathe, ne? Na also. Ein Silberschlüssel. Eine Salbe. Noch mehr Münzen. Dass wir hier so viele Münzen finden, finde ich auch verdächtig. Und wir hatten ja auch eine Plakette gesehen, wo drauf stand, ihr müsst genau abzählen oder die genaue Summe ist wichtig, irgendwas in der Richtung. Das heißt, vielleicht müssen wir irgendwo die Silbermünzen einwerfen. Nur wo ist die Frage? Aber egal. Erstmal will ich jetzt wissen, was hinter der wichtigen Tür direkt in der Mitte dieser Ebene ist. Das sieht ja recht wichtig aus. Das heißt, wir speichern jetzt hier. Nicht laden. Oh. Speichern. 50er. Ja, jupp. Und klick und klick und Scotia. Und die Tür geht hinter uns zu. Hinter uns zugehende Türen sind nicht toll. Und es ist einfach nur irre ruhig. Bis auf das Tropfen von irgendwelcher Säure von der Decke. Oh oh. So, you worthless dogs have come to your deaths. It is you who will breathe your last, Scotia. So, bitte nicht. Oh, es ist ein Frosch. So, jetzt ist Ressourcenverballern angesagt. Zack. Oh, nicht entwaffnen lassen, schon gar nicht den Westbrook-Stab. Es kann gut sein, dass das die einzige Möglichkeit ist, sie umzubringen mit diesem Tausender-Treffer. Da, Tausender-Treffer. Wow, was bist du? Hoffentlich kannst du nicht entwaffnen. Schwert, zack. Und nur eine kleine Blutfontäne. Wählen ins Würfel. Wirkt nicht. Okay. Zack. Wirkt auch nicht. Okay. Westwood-Stab. Durch die Daumen. 1000 Schaden. Nee. 1000 Schaden. Nee. 1000 Schaden. Nee. Aber das kann nicht der Sinn des Ganzen gewesen sein. Aber dann wird es echt damals daran gehapert haben. Ich hatte nicht den Stab, weil mein Skill nicht hoch genug war für den Gauner-Level.
Und deswegen kann ich die Scotia hier nicht besiegen. Das Ding sieht übel aus. Kenne ich aber aus dem anderen Lands of Lore Teil, glaube ich. Oh oh. Dusch. Wir haben uns bisher noch gar nicht so wirklich dem richtigen Nahkampf gestellt. Und da war gerade ein tausender Treffer und der hat nicht mehr mit der Wimper gezuckt. Komm, noch ein tausender. Oh, wir sollten nicht weglaufen. Bleiben einfach mal im Nahkampf und versuchen, mit dem Westwood-Stab zu treffen. Und hoffen einfach, dass er im Nahkampf nicht so stark ist wie sein Feuerball. Bisher hat er uns noch gar nicht getroffen. Dafür treffen wir ihn auch fast nie. Ah, und er kann entwaffnen. Theoretisch könnten wir einfach alles liegen lassen, bis auf den Stab und die Zweitwaffe von Bakata, aber ich will noch ein bisschen rumprobieren, ob die anderen beiden nicht doch irgendwann mal zwischendurch treffen und Schaden machen. Schaut aber nicht so aus. Na gut, dann halt so. Heilung. So. Und ja, ich glaube, ich weiß, wo ich das Biest mal hergesehen habe. Man kann sich in das Ding verwandeln später. In einem der beiden Teile. So. Zack. Die Schilder sollten wir aber auf jeden Fall behalten. So. Und bisher haben wir noch kein einziges Mal mit dem Stab ordentlich getroffen. Vielleicht brauchen wir jetzt ja auch was anderes. Oder ich habe einfach nur Pech gehabt. Benutzen wir noch ein bisschen Ressourcen und gucken, ob er überhaupt eine Blutfontäne macht. Nee, gar keinen Schaden. Da ist ein Knopf. Ich will jetzt aber nicht in irgendeine Sackgasse laufen. Was mir beinahe danach aussieht. Ja, das war einfach nur eine fies angelegte Falle. Aber gut. Dass sie uns nicht reingefolgt ist, sonst hätten wir nicht wieder rausgekommen. Westwood starb, na komm schon. Aber nee, ein Treffer hätten wir mindestens bisher landen müssen. Das heißt, ich speichere mal ganz kurz mitten im Kampf ab. LP050B Gampf. Und husch dann hier in die Ecke und hier ist nichts. Gut, also der Schalter hier war echt nur dazu da, den Bereich hier freizulegen. Und wenn man da reinläuft, während Scotia zu nahe dran ist, blockiert sie den ganzen Weg und man kommt nicht wieder raus. Dreizack. Stab, so. Obwohl, die nehmen wir aber jetzt mal in die Hand, damit wir sie später nicht vergessen und wir benutzen nur den Stab. Und Bakard ist unser wichtigster Mann, wie immer. Ihr könnt euch aber auch ein bisschen hochheilen, damit ihr ein paar Schläge abfangen könnt. Zack, zack. Ha, da war ein tausender Treffer. Aber gut zu wissen, wir können sie damit treffen. Ist zwar selten, aber das wird dann der Weg der Wahl sein. Denn, selbst wenn sie für Zauber anfällig wäre, hätten wir garantiert nicht genug Mana, um ihr damit beachtlichen Schaden zuzufügen. So, zack. Ihr könnt euch mal wieder ein bisschen heilen. Du kannst auch mal mit Pausen ein bisschen Nachsicht zeigen. Komm schon. Also wie viele Treffer haben wir gelandet mit 1000? Ich glaube, einen ganz am Anfang. Ein eben gerade, da sind wir schon bei 2000. Wie viel hältst du außen? Damit kannst du ein bisschen Mana bekommen. Was haben wir noch so an Ressourcen, die wir zwischendurch mal reinwerfen können, um zu gucken, ob es klappt?
Wir könnten die Smaragdklingen bei den beiden anderen geben. Zip, den noch für Axel, Smaragdklinge für dich und Smaragdklinge für dich. In der Hoffnung, dass die irgendwie durch den Panzer von der Bestie kommen. Aber anscheinend nicht. Oder ist einfach genauso schwer damit zu treffen, weil er so stark gepanzert ist wie mit dem Stab. Was ist mit dir? Keine Animation. Gut. Die Faust haben wir auch noch. Wusch. Macht gar nichts. Valens Würfel hat da auch nichts gemacht. Das heißt, die können wieder nach unten einsortiert werden. Ha. Also ja, der Kampf ist schon schwierig, aber nicht besonders episch. Wir stehen uns einfach nur gegenüber, heilen uns hoch und schlagen mit einem Easter Egg Item auf den Endboss ein. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass sie der Endboss ist. Das ist schon komisch. Was mit den Armbrüsten? Vielleicht kriegt ihr ja von Fernkampfwaffen Schaden. Ist ja kein Blutspritzer. So, die wieder zu Axel, den wieder zu Bakata und Hufta. Nee, das schaut nicht gut aus. Das wäre auch eine Idee gewesen, dass das ist jetzt die dritte Form und dass jede Form gegen eine besondere Sache anfällig ist. Also Magie oder Nahkampfschaden oder Fernkampf. Und da ist jetzt unser 3000er. Trotzdem steht das Mistding noch. Naja, wenn es nach uns geht, kann das noch eine halbe Stunde, Stunde und so weitergehen. Wir haben mehr als genug Mana-Tränke, um uns weiter hochzuheilen. Ja, haben wir noch mehr als genug Eibel, Bezelbecher. Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht heilt sich Scotia ja heimlich auch. Wir sehen das bloß nicht. So, haben wir noch irgendwas, was wir reinwerfen können? Den Giftnebel haben wir schon probiert. Bezelbrecher brauchen wir noch nicht. Das stört echt. Aber gut, die Armbrust können wir jetzt auch wieder aussortieren. Da haben wir auch schon oft genug daneben geschlagen. Müssen wir immer nur den Stock aufheben. Ja, ich stink mal einen Stromschlag. Nö. Dumm wie dumm. So, komm, 1000. Waren wir jetzt bei 3000 oder bei 4000? Weil 5000 würde Sinn machen für eine schöne runde Zahl. Das nächste wäre 10.000, aber da hätte ich nicht so wirklich Lust drauf. Und wir sind auch schon 8 Minuten über der Zeit, aber es ist ein Bosskampf, da ist das egal. Nee, du heilst dich nicht, du haust drauf. Du trinkst einen Trank. So, beim nächsten Flächenschaden gibt es eine Komplettheilung. So. So. Ach ja. Epische Endkämpfe. Der hier gehört nicht dazu. Also doch episch von der Länge, aber ansonsten irgendwie nicht so wirklich. Hier ist ja eine Nische, wo Scotia rausgekommen ist, irgendwas. Können wir hier ganz kurz reingucken? Also im Notfall könnten wir uns da wohl rein verkriechen und schlafen. Was so das absolut Unheroischste ist, was wir machen könnten. Also abgesehen davon, mitten im Kampf abzuspeichern, um eine Nische auszutesten. So. Komm schon, gib uns die 4.000 oder 5.000, wo auch immer wir gerade sind. Ich mache
jetzt nebenbei das Bewerfspiel, da müsste er jedes Mal einen Schadenspunkt bekommen. So, da war jetzt entweder 4000 oder 5000. Also entweder brauchen wir noch einen Treffer oder wir brauchen noch 6. Und Kampfkraft hat sich erhöht. Das heißt, jetzt sind wir bei 5000 oder 6000 Punkten, die wir schon abgezogen haben. Das scheiß Ding steht immer noch. Ich glaube, ich kommentiere jetzt schon seit 10 Minuten. Nur, dass wir darauf einschlagen. Oh, da waren Blutstropfen. Na, ah, komm. Nimm das, du Fieses. Ja, anscheinend ist es doch gar nicht so schlecht, dass wir die ganzen Ressourcen behalten haben. Also die Bezelbecher und die Mana-Tränke zum Beispiel. Denn, auch obwohl ich am Anfang große Worte gespuckt habe, dass wir ja so viele Ressourcen über haben, die gehen langsam aus. So. Ah, und Bakata zickt wieder rum und will nicht geheilt werden. Schon besser. Ah, vielleicht hätten wir am Anfang doch jemand anders die Gauner-Level trainieren lassen sollen, damit Bakata jetzt an dieser Stelle des Spiels einen höheren Kämpfer-Level hat. Können wir das noch irgendwie erhöhen? Das Kämpfer-Level von ihm? Ringe kann er eh nicht tragen. Nee, nicht wirklich. Schade. Na gut. Oh, können wir das Glücksspiel vielleicht mit dem Stock machen? Das bringt mehr. Hm. Also es kommen öfters Blutfontänen. Aber ich denke mal, dass trotzdem die Tausender Treffer mehr machen. So, also, auf da. Oder wir suchen mal eine Waffe raus. Vielleicht hängt es einfach damit zusammen, dass Rüstungen nicht ganz so viel Schaden machen, wenn man sie schmeißt. Aber nee, auch bei der Smaragdklinge kommt nur ganz selten mal ein Blutstreffer. So, wir waren bei 6000 rum. Jetzt sind wir schon bei 6053, weil wir so oft schon kleine Blutstreffer hier verursacht haben. Und hey, es kommen keine Erdbeben mehr. Ich glaube, Scotia hat keinen Mana mehr. Das wäre natürlich genial. So. Warum habe ich bloß was gesagt? Einfach Klappe halten und genießen. So, Stock in die Hand. Und weiter fixen. Na komm schon. Das ist irre langweilig. Ja, da muss ich auch gucken, ob ich das irgendwie kürze oder einen Link dazu mache. Hier drauf drücken, wenn ihr die nächsten 20 Minuten Stockhauen überspringen wollt. Irgend so was in der Richtung. Ah, was sie sich dabei gedacht haben? So, 7000. Denke ich. Aber was die Programmierer sich dabei gedacht haben, dass man erstmal ein Gaun-Level von 8 braucht, um die Truhe zu öffnen und dann den Endkampf so irre lange zu gestalten. Weil daran misst sich Epischness nicht. Nicht unbedingt nur an der Länge. Da muss auch noch Movement dabei sein und Spezialeffekte und vielleicht noch ein bisschen Story zwischendrin. Aber nicht sowas. Außer ich verpasse jetzt gerade irgendwas ganz Offensichtliches, wie irgendwelche Stacheln an der Decke, die man runterschmeißen kann oder irgendwelche anderen Schalter. Aber die einzigen Schalter, die ich auf der Karte gesehen habe, war der im Norden, womit man diesen anderen Bereich öffnen konnte. Aber da war nichts. Nicht zaubern, du sollst zuhauen. Obwohl, warte mal, da gab es noch eine Taste für, ne? Ja, F2. Gut, jetzt spamme ich einfach nur noch F2. Das macht das Ganze gleich ein bisschen angenehmer.
Lalala. So, so. Also 7000, richtig? Das heißt, wenn wir Glück haben, nur noch 3 Treffer. Außer ich habe mich irgendwo verzählt und wir sind eigentlich schon bei 9. Aber ich denke, so viel Glück habe ich nicht. Oh, langsam wird Zeit für den Blitzelbecher. So, da ist Blitzelbecher Nummer 1. Nummer 2, der ist aber schon fast alle. Bringen wir mal die Ressourcen alle ein bisschen näher zusammen. Das war's schon. Ah ne, da ist noch einer. So, das sind unsere letzten Ressourcen. In unserem epischen Kampf gegen Scotia. Mann, Mann, Mann. Lalala. Also was die Enten angeht, sind die Dungeon Crawler teilweise echt komisch. Ich fand das ja bei Anvil of Dawn schon ziemlich dreist, dass am Ende man beim Heerführer steht und dann... Naja, aber ich will nicht spoilern, falls ihr mein Let's Play noch nicht geguckt habt. Das Ende ist halt recht komisch. Auch wenn es 2 Enten gibt. Was haben wir noch? Dungeon Master. Das kam recht überraschend, das Ende. Aber bei dem Spiel konnte man nicht allzu viel erwarten, was Story und Spezialeffekte angeht. Das ist ja noch älter gewesen als das hier. So. Auf dem Boden war auch nirgendwo was, oder? Also eine Fallgrube, wo man das Ding reinschmeißen könnte. Es gab eine Fallgrube, die war draußen. Also da unten. Hier ist nur Scotia und nix. Na gut, pieksen wir weiter. Was soll's, wir waren bei 7.000 oder 8.000. Plus, minus, wie oft auch immer wir schon getroffen haben mit der Smaragdklinge. Ah, Blitzelbecher. Ich glaube, dass die beiden anderen jetzt einfach sterben. Dann spare ich mir das ganze Schildaufgehebe von denen immer. Auch wenn das nicht gerade sehr heroisch ist. Wenn am Ende nur noch Bakata hier steht mit 2 Leichen nebenan. Dawn dann mit der königlichen Wache hier auftaucht und fragt, was los ist. Und Bakata dann sagt, ach, ich wollte nicht immer die Waffen aufheben. Da habe ich die beiden lieber sterben lassen. Das wäre, ja, nicht so toll. Zap, zap. Meine Uhr sagt jetzt schon 33 Minuten. Das heißt, ich glaube, der Kampf hat angefangen bei 14, 15 Minuten rum. Das heißt, wir sind echt jetzt schon seit einer ganzen Folge dabei, auf einer Stelle zu stehen und auf den Gegner einzuhacken. Ach ja. Ich bin echt kurz davor, aufzuhören zu reden. Einfach zu pausieren. Und dann, wenn sie tot ist, wieder aufzunehmen. Aber eigentlich wollte ich nicht so viel auf Kamera machen. Ah, dafür sind die beiden doch noch ganz gut. Die regenerieren ja doch ein wenig Mana und können dann ab und an mal eine Heilung schmeißen. Also ja, wir lassen die immer am Leben. Aber ihre Schilder heben wir nicht mehr auf. Na komm, wir bewegen uns mal. Wir gehen mal hinten rum. Ah, das wäre auch noch eine Idee gewesen, ob man vielleicht irgendwie das Ding von hinten besser angreifen kann. Aber das hat kein Hinten. Wow. Das, ging jetzt flott. So, Smaragdklinge haben wir auch irgendwo liegen lassen. Nehmen wir mal den Repose-Dolch. Stock. Nee, ich will nicht seine Lebenspunkte wissen.
Mit dem klappt das genauso gut wie mit der Smaragdklinge. Ein Tick besser vielleicht. Das könnte echt von der Stärke der Waffe abhängen. Oh, 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 oh. Pizzebecher. Gut, dass wir die alle aufbewahrt haben. Es ist ja echt übel. Stock. So, eine Heilung für dich. Eine Heilung für dich. Komm schon, es ist eine ganze Weile her, dass wir einen Tausender-Treffer hatten. Keinen Spaß mehr. So. Und weiter prügeln. Gebt mir noch ein Tausender, damit ich weiß, es geht weiter. Gebt mir Hoffnung. Gebt mir irgendwas. Oder vielleicht einen großen Blutfleck bei Scotia. Das wäre ja auch schon mal schön. Aber gebt mir nicht so viele Erdbeben. Oh, der Rubin der Wahrheit. Damit war doch irgendwas. Nur der Rubin der Wahrheit und irgendwas anderes zusammen können die Maske des sowieso vernichten. Was war das andere? Mist. Na gut, probieren wir einfach jetzt mal so. Vielleicht bringt es irgendwas. Oder können wir sie damit bewerfen? So war das aber bestimmt nicht gedacht. Nee, er behält sie jetzt einfach mal an und prügelt weiter. Vielleicht bringt uns das ja Glück. Haben wir denn irgendwas? Du trinkst erstmal jetzt noch einen Heiltrank. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir mit dem Rubin der Wahrheit kombinieren könnten, was Sinn macht? Nee, nicht wirklich, hm? Es wurde ganz am Anfang gesagt. Ich glaube, das war in der Bibliothek vom Schloss Gladstone. It didn't do anything. Naja, es wäre auch zu schön gewesen. Aber ne, der Rubin der Wahrheit scheint nichts zu machen. Schade, schade. Probieren wir mal ein bisschen Zauber zwischendurch aus. Nö. Da kriegen gerade ganz viel Mana weg. Für nix. Obwohl, der sieht ein bisschen bläulicher aus als vorher. Kann das sein? Ah, alles sieht ein bisschen bläulicher aus. Wenn hier jetzt irgendwo Sumpflöcher wären, wären sie jetzt zu. Super. Komm. Wir haben jetzt seit 5 Minuten oder so keinen Tausender-Treffer mehr gehabt. Gib mir... Da die Wand mit den Fingern? Auch nicht schlecht. Lalalala. So habe ich mir meinen Abend echt nicht vorgestellt. Ich dachte, ja, nimm ein, zwei Folgen auf, mal gucken, wie weit du kommst. Aber jetzt 40 Minuten sind wir schon bei dieser Folge. Wahrscheinlich werde ich sie zerstückeln, aber 40 Minuten an dieser Session. Und wir prügeln einfach immer nur auf einen Gegner ein. Das kenne ich aus keinem anderen Spiel. Obwohl, ich, es ist ja wirklich nicht besonders schwer, hier gerade den Status quo zu halten. Also überlege ich mal. Es gab keine Schalter an den Wänden. Es gab keine Druckplatten auf dem Boden. Es gab ja eine Nische, wo Scotia selbst drin stand. Da sind wir aber auch schon reingelaufen. Wir sind oben einmal diesen anderen Bereich auch abgegangen. Da wurde auch nichts ausgelöst an Text oder... Nischen oder Schaltern oder sonst was. Das heißt, wir waren überall schon mal in dem Bereich, wo wir jetzt sein können. Die Tür ist zu, richtig? Jetzt wehe, die ist offen. Nee, die ist zu.
Er schmeißt einen Feuerball. Bringt uns das irgendwas? Wir können ihn mal hier reinschmeißen lassen. Gegen Scotias Tür. Wo bist du? Da bist du. Das hat nichts gemacht. Ja, war irgendwie abzusehen. Nee, also mir fällt echt nichts ein, was wir anders machen könnten. Ich hatte ja die vage Hoffnung, dass ich irgendwas falsch mache. Na gut, dann halt weiter auf die harte Tour. Prügel, Prügel. Prügel und einem halben Auge auf die Bezelbecher haben. Ah, wir hatten noch irgendwo dieses Activate and Replicate. Vielleicht hätten wir den Westwood-Stab hier duplizieren können. Das wäre ziemlich schick gewesen. Aber da kommen wir jetzt auch nicht wieder zurück. So, Stock. Haben wir eigentlich eine bessere Waffe als die unten? Nee, die ist nicht besser. Die ist auch nicht besser. Die anderen Waffen liegen irgendwo auf dem Boden rum. Gucken wir mal kurz. Witwe. Nee, ist auch nicht besser. Ach ja, nächster Heiltrank. Mana-Trank. Und zwischendurch können wir ein bisschen mit den Waffen experimentieren, ob irgendwann irgendeiner davon mal trifft. Stromschlag machte nichts. Feuerball vielleicht. Nö. Oh, ich habe da gerade einen kleinen Blutfleck gesehen. Ah, ein Tausender-Treffer. Sehr schön. Ah, gleich ein Erdbeben hinterher. Hm? Die nehmen wir jetzt einfach aus Trotz wieder in die Hand. Also sind wir jetzt bei 9000 rum. Mit etwas Glück ist nur noch ein Treffer. Und wir sind doch gleich bei 45 Minuten. Ich will doch bloß meinen Kaffee trinken. Er ist jetzt schon bitter, bitter kalt, nehme ich an. Aber das ziehe ich jetzt durch. Stirb, du hässliches Tentakel-Monster-Dingens. Hätte sich Scotia nicht in ein Eichhörnchen verwandeln können. Was hat es mit den Statuen eigentlich auf sich? Haben wir da irgendwas übersehen oder kommt das erst noch? Das könnten wir auch gut haben. Wir kämpfen jetzt stundenlang gegen Scotia und die verschwindet einfach irgendwann. So wie sie es ja schon mal gemacht hat. Das wäre gar nicht gut. Mal wir jetzt ja schon alle Ressourcen verballert haben, ne? Vielleicht müssen wir auch den Flüstermantel und die Flüsterschuhe und die was weiß ich anziehen? Aber dann stirbt Bakata richtig schnell. Nee, komm, wir haben jetzt schon so lange draufgehauen und das dürften nur noch ein, zwei Treffer sein, wenn sie 10.000 Lebenspunkte hat. Das ziehen wir durch. Komm. Im nächsten größeren Treffer ist wieder ein Bezelbecher dran. Nehmen wir den hier, der schon leer. Also, nach dem nächsten benutzen leer. Das war kein böser Treffer. Lalala. Zack, zack. So, das war ein böser Treffer. Stock. 1000. Entweder war es jetzt der 9000. oder der 10.000. Wenn es der 10.000. war, dann haben wir echt ein Problem. Weil dann hat sie irgendwie viel mehr als 10.000. Das war jetzt auf jeden Fall mindestens der 10.000., wenn nicht der 11.000. Aber ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Vielleicht hat sie irgendeine ungerade Zahl, so
13.000. Oder vielleicht hätten wir irgendwie andere Rätsel vorher machen müssen. Es gab ja diese Plakette mit zählt genau ab. Aber wenigstens kamen gerade schön ein, zwei Treffer hintereinander. Wenn jetzt das noch so ein, zweimal kommen würde, dann wäre ich glücklich. Also richtig glücklich wäre ich, wenn sie einfach so tot umfallen würde. Aber wenn man wenigstens sieht, dass man zwischendurch trifft, das baut schon mal so ein wenig auf. Was, wenn man das so sieht, ganz schön armselig ist. Dass es einen aufbaut, wenn man nach stundenlangem, okay, dreiviertelstundenlangem Kampf ein-, zweimal trifft. Aber wir dürfen nicht wählerisch sein. Wir müssen ein Königreich retten. Wo bleibt Dawn eigentlich mit ihrer Armee? Sie wollte ja losziehen und die königliche Armee holen. Kommt bestimmt erst, wenn Scotia tot ist, hm? Na, er hat bald wieder ein Kriegerlevel. Auch nicht schlecht. Na, vielleicht trifft er denn ein bisschen öfters. Das wäre ja auch ganz schick. Er hat das Kriegerlevel bekommen, während er gegen Scotia gekämpft hat, also das letzte, das siebte. Das heißt, die letzten 6-7 Treffer haben ihm so viele Erfahrungspunkte gegeben. Das heißt, er braucht jetzt noch 4 oder 5 Treffer. Wenn Scotia nach 4 oder 5 Treffern noch steht, dann weiß ich auch nicht. Dann mache ich wahrscheinlich einfach trotzdem weiter. Zack. Komm schon. Ah, ich habe ganz vergessen, hier zwischendurch immer wieder die Sachen zu schmeißen. Aber langsam wird meine Hand auch müde. Axels Geschick als Gauner hat sich gesteigert. Ja, super. Darauf habe ich doch stundenlang gewartet. Wer will schon, dass Scotia stirbt? Wir wollen, dass Axel Gauner-Level bekommt. So, wir haben jetzt noch 5. Oh. Er hat auch ein Gauner-Level bekommen. Und noch ein 1000er-Treffer. Sehr schön. Also, was ich sagen wollte. Wir haben noch 5 Ladungen vom Bezelbecher. Und danach haben wir ein Problem. Danach können wir nämlich echt nichts mehr machen. Außer hier so lange im Kreis laufen, bis unsere Mana regeneriert ist. Aber doch, wir können uns in Scotias Raum einschließen und da schlafen. Was ja so das Unheldenhafteste war, was mir eingefallen ist. Vielleicht gehört das dazu? Vielleicht muss man sich da einsperren? Wehe. Dann habe ich jetzt gerade 43 Minuten meines Lebens damit verbracht, auf ein Ding einzuhauen, das man gar nicht töten soll. Komm, das probieren wir jetzt einfach mal. Abspeichern. LP 050 Kampf. Und weg hier. Oh, den Stab nehmen wir mal mit. Hier drin ist nichts. Nö. Und Scotia kann die Tür aufmachen. So viel dazu. Also, weiter geht's. Meine Hoffnung war gewesen, wir laufen da rein, machen die Tür zu und dann geht unter uns eine Fallgrube auf oder es kommt irgendein Text oder irgendwas in der Richtung. Aber soll nicht sein. Na gut, ich lehne mich jetzt ein bisschen zurück und trinke meinen Kaffee. Ja, gibt nichts Besseres für einen rauen Hals als Milchkaffee. Und zwischendurch prügeln wir weiter auf sie ein. So, nächster Treffer ist ein Bezel. Becher und da ist schon das Level-Up. Kam schneller, als ich gedacht hätte. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei 13 oder 14.000 Schaden. 15.000 Schaden. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, Bezelbecher. Zack.
Wäre natürlich schön, wenn die Kämpfer ihr Level jetzt wirklich auch die Trefferchance erhöhen. Und das tun sie anscheinend, denn Pakata geht gerade richtig ab. Und er hat schon wieder fast ein Level ab. Das wäre natürlich cool, wenn dann haben wir gleich wieder ein Level ab, treffen dann noch schneller, haben dann noch schneller Level ab und kriegen so richtig schnell ein Kriegerlevel zusammen. Und das Biest hier hoffentlich tot. So, Heilung. Paulsen bleibt jetzt tot. Das ziehen wir jetzt durch. Wir haben nur noch einen Wetzelbecher. Gucken wir mal kurz zwischendurch, ob wir auch wirklich nichts anderes mehr haben. Wir haben noch ein Ginseng. Nö, haben nichts anderes mehr. Ah, gut. Jetzt flaut es auch langsam wieder ab. Vielleicht hatten wir auch einfach nur Glück gehabt bei den drei Treffern hintereinander. Wenn man so lange auf den Gegner einhat, muss man ja zwischendurch auch mal kleine Glücksphasen haben. So, Axel stirbt auch gleich. Und dann ist es nur noch Pakat. Oh, schön. Ja, zwei Treffer oder drei Treffer noch und wir haben den nächsten Kriegerlevel. Und dann geht's hoffentlich rund. Jo, ein, zwei Treffer noch. Na komm, halt dich hoch. Wir brauchen einen Zuschauer, der das Ganze später bezeugen kann, wie Bakata tagelang gegen Skoshall gekämpft hat. Obwohl Dawn ihn nicht mal gegrüßt hat. So. Wetzelbecher. Zwei Ladungen noch, der war nicht ganz voll. Das könnte echt knapp werden. Vielleicht hätten wir doch ganz am Anfang den Konrad nehmen sollen. Oder wie auch immer der Kämpfer hieß. Aber hätte, wenn und aber, alles nur Gelaber. Und da ist unser neuntes Level. Jetzt komm, triff bei jedem zweiten, dritten Mal. Ja. Komm, komm. Bring sie um. Die doofe Hexe. Okay, wenn er jetzt bei den nächsten zwei, drei Schlägen nochmal trifft. Zwei. Drei. Okay, bei den nächsten vier, fünf Schlägen nochmal trifft. Dann erhöht das Kämpferlevel wirklich auch die Chance zu treffen. Vier. Fünf. Sechs. Komm schon. Gib mir Hoffnung. Sieben. Ja. Hat bald wieder ein Level up. Das passt schon. Also es scheint ein bisschen was zu beeinflussen. Nicht wirklich viel. Aber die zwei... Wow. Das war jetzt gar nicht gut. Vielleicht wird sie ja immer stärker, je näher sie dem Tode kommt. Das wäre auch ganz nett. Ja, wir haben nur noch eine Ladung. Liebe Scotia. Ganz liebe Scotia. Und ich habe schon lange aufgehört mitzuzählen, wie viel Schaden wir gemacht haben. Ich schätze mal, wir sind jetzt bei 20, 25? 1000 Lebenspunkte, die wir hier abgezogen haben. Komm schon, noch 4, 5 Treffer, dann haben wir das nächste Level ab. Oh, hier stehen wir gut. Hier muss ich mich nicht drehen, um den Stock wieder aufzuheben. Und ja, so faul bin ich inzwischen. Wir sind ja auch schon bei 54 Minuten. So. Na, zwischendurch sollte ich mal kurz selber heilen, damit wir den Bestelbecher nicht verbrauchen. Und ich speichere mal ganz kurz ab. HLP 0. 50 Kampf. Nur für den Fall, dass sie jetzt einen richtig guten Treffer landet. Das wäre dann doch schon ein wenig ärgerlich, das nochmal zu machen, oder? Heilung.
Oder wir laufen einfach immer so um eine Säule rum. So könnten wir auch weitermachen, wenn wir keine Bitzelbecher mehr haben. Was denn auch richtig episch ist. Das Ende des Spiels besteht darin, Tom und Jerry zu spielen mit Scotia. Immer im Kreis um eine Säule und irgendwann gehen wir weg und Scotia dreht sich weiter um die Säule und wir haben gewonnen. Ah, es scheint zu funktionieren. Kein einziges Erdbeben, kein Feuerball, kein Nahkampfschlag, aber auch kein Treffer unsererseits. Komm, gib mir einen Treffer, damit ich weiß, dass diese Taktik funktioniert. Nur für den Notfall. Danach bleibe ich auch wieder stehen. Versprochen. Irgendwie kommt da aber nichts. Lalala. Müsste aber. Es macht keinen Sinn, dass man dem Gegner nur Schaden zufügt, wenn er genau vor einem steht. Meistens reicht es schon, wenn so eine Pfote davor zeigt. Dann kann man schon zaubern oder zuschlagen. Komm schon, gib mir Treffer Nummer 27 oder 28. Bevor die Stunde voll ist. Sind ja bloß nur noch 3 Minuten, 15 Sekunden. Und zu meinem 1000er Abo-Special bringe ich dann die ungekürzte Fassung raus. Oder ich mache es einfach jetzt schon. Dann kann ich auch ein bisschen drüber nachgrübeln, was ich denn jetzt mache. Ich könnte Zeitraffer benutzen. Das heißt, sobald wir hier die Kammer betreten und die ersten 5 Minuten mit Zuhören verbracht haben, das Ganze dann mit 16-facher Geschwindigkeit laufen lassen. Was bestimmt recht ulkig aussieht. Und dennoch eine Benny Hills Musik im Hintergrund. Es wäre lustig, aber eigentlich will ich alten Spielen sowas nicht antun. Aber das alte Spiel tut mir auch gerade etwas an. Nämlich es stiehlt mir Zeit und Geduld. Oh, das funktioniert. So, jetzt wollten wir stehen bleiben. Okay, wir laufen erstmal noch ganz kurz weiter, heilen uns und dann bleiben wir stehen. Hier stehen ist doof. Hier muss ich den Stock noch aufheben nach einer Drehung. Ist hier besser? Ja, hier ist besser. Vielleicht müssen wir auch sterben. Ne, wir sind schon einmal an Scotia gestorben. Das löst auch kein Skript aus. Na gut, ich überlege mal weiter, was man... Oh, Witzelbecher. Unser letzter Heiltrank. Und ich überlege mal weiter, was man noch so machen könnte. Also ja, man könnte es mit 16-facher Geschwindigkeit laufen, mit Benny Hill Soundtrack im Hintergrund. Man könnte es einfach kürzen. Aber die 45 Minuten oder was, die ich jetzt durchgehend kommentiert habe, während ich auf einen Gegner eingeschlagen habe, die will ich nicht einfach so verfallen lassen. Also ich denke, ich lade es einfach komplett hoch und ab der Minute 15 mache ich den Link hin bis zum Ende von dem Ganzen. Wenn es denn ein Ende gibt. Wir haben nichts mehr. Wir haben noch die 4 Schlüssel. Können nicht so benutzt werden. Machen auch nicht besonders, wenn man sie bewirft. Kann man die als Waffe ausrüsten? Nein. Ginseng haben wir noch. Wir können jetzt einfach mal die Flüstersache anziehen. Vielleicht hilft es ja irgendwas. Sieht Scotia uns? Ja, Scotia sieht uns. Ein Versuch war es wert. Und das war's jetzt auch. Spielladen? Ja, Spielladen. Kampf. Eins am Ende, nicht mal ein Ausrufezeichen. Wir kommen nicht raus. Wir können hier nichts machen. Wir müssen einfach nur draufhauen. Na gut. Ich mache jetzt doch einen Cut. Ja, eine Stunde ist es jetzt und 5 Sekunden, das reicht mir.
Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir es dann hoffentlich zu Ende bringen. Also bis dann.